Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit der Seelenschamanin Britta C. Lambert. Fühle dich motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten. Tauche nun hinein in die Energie des Tages. Ganz herzlich willkommen zu unserem Tagesimpuls vom 18. Oktober. Die Tagesenergien für heute sind das 12. Siegel Vanita, das 1. Siegel Anada und das 9. Siegel Lemati. Heute geht es darum, alle Aspekte von Urvertrauen, und zwar von menschlichem Urvertrauen und von göttlichem Urvertrauen, auf die Erde zu bringen und zu leben. Und den Aspekt wirklich in die Transformation zu bringen, der uns davon abhält. Und das ist heute ein ganz spezifischer Aspekt. Wir hatten ihn, glaube ich, vorgestern auch schon mal. Und zwar Vanita als 1. Siegel, das heute auftaucht, die Glückseligkeit durch Achtsamkeit. Und wenn wir in unserer Kindheit erfahren haben, das habe ich vorgestern angesprochen, dass Menschen unachtsam mit uns waren, wenn wir nicht lernen konnten, achtsam mit uns selbst zu sein, so konnten wir natürlich auch nicht lernen, achtsam mit anderen zu sein. Ein Kind ist bedingungslos darauf angewiesen, dass das Umfeld achtsam ist, sich um die Bedürfnisse kümmert. Ja, Neugeborenes kann nicht überleben ohne Fürsorge, ohne Achtsamkeit, ohne Liebe. Und viele, viele haben einfach erlebt, ja, wie gestresst die Eltern waren, wie viel es immer zu tun gab, dass einfach die Urbedürfnisse nicht befriedigt worden sind, als oftmals in frühester Kindheit. Aber auch, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, ja, wie oft hatten wir zum Beispiel das Gefühl, keiner will eigentlich hören, was ich zu sagen habe, niemand hört mir so richtig zu. Geht dir das auch manchmal so, dass du vielleicht was sagen willst und der andere weiß schon gleich die Antwort und unterbricht dich, obwohl er gar nicht weiß, was du eigentlich sagen willst in der Tiefe und du meinst was ganz anderes? Geht es vielleicht deinen Kindern manchmal so, dass sie dir sagen, du hörst nicht richtig zu? Und es geht bei diesen Aspekten nicht um Schuld, sondern es geht wirklich um diese subtilste Fähigkeit der Achtsamkeit. Und Achtsamkeit bedeutet jeden Moment wahrzunehmen, was notwendig ist, was dran ist, was ich jetzt brauche, was der nächste Schritt ist. Und das hat nichts mit dem Außen zu tun, das ist immer etwas, was im Innen stattfindet. Und mein Innen erzeugt das, was im Außen ist. Und wenn wir das nicht lernen konnten, weil wir vielleicht einfach unachtsam behandelt worden sind oder weil jemand massivst unachtsam unsere Grenzen missachtet hat, sowas wäre zum Beispiel auch ein sexueller Missbrauch oder die Schamgrenze von einem Kind zu missachten oder den regelmäßigen Schlaf, irgendwelche Grundbedürfnisse zu missachten, weil wieder was anderes wichtiger ist. Und hier ist es nicht wichtig, das zu bewerten, ob das jetzt schlimm war oder nicht. Es ist immer nur wichtig, wie die Seele, die das erlebt hat, interpretiert hat. Und das führt dann zu einem Verlust der Fähigkeit, achtsam zu sein mit sich selbst und allem, was ist, oder eben nicht. Ja, und wenn diese Fähigkeit fehlt, achtsam zu sein, dann ist natürlich kein Vertrauen in die Erde möglich und ja, in die Welt, in den Kosmos, was die Erde uns gibt. Und heute geht es ganz stark darum, dieses Bewusstseinsfeld zu erzeugen, dass die Aspekte von fehlender Achtsamkeit oder von verletzter Achtsamkeit in die Transformation, in die Heilung gehen dürfen und die Anteile, die an Achtsamkeit fehlen, wirklich zurückkommen, damit die nächste Fähigkeit, das menschliche Urvertrauen überhaupt möglich ist. Und das ist Anada, das, was die ewige Liebe und Güte reichlich in sich aufnimmt. Ich kann das, was der Himmel, das Universum, die Erde mir schenkt, nur dann annehmen, wenn ich mich dafür öffne. Das heißt, es bedarf einer bewussten Entscheidung des Annehmens. Das bedeutet, ich darf annehmen, dass ich hier auf der Erde bin, dass ich mich entschieden habe, zu inkarnieren in dieser Zeit mit allen Themen, Herausforderungen, die dieses Leben nun mal mit sich bringt. Und dazu muss ich natürlich im Körper sein. Das heißt, Anada bringt mich in die Erdung. Das ist überhaupt die Grundvoraussetzung, um Reichtum, Fülle, Erfüllung zu erschaffen, physisch im Körper anwesend zu sein, sich zu erden, was viele Menschen auch nicht können, einfach weil sie diese Erde als keinen sicheren Ort erlebt haben, der ihnen eben alles gibt. Und das geht einher eben mit der verlorenen Achtsamkeit, die gleichzeitig dann auch noch einen Verlust des Urvertrauens in die Welt bedeutet. Und wenn ich, das heißt, das sind zwei Aspekte, zwei Anteile, die wir heute, Seelenanteile, die wir zurückholen. Ich
Wiederhole es gerade nochmal für die, die neu dazugekommen sind. Für mich ist es, wenn ein Teil der Seele fehlt, immer so, dass eine Fähigkeit fehlt. Wenn in der Badewanne der Stöpsel fehlt, kann ich mich waschen, ich werde nass, aber ich kann kein Vollbad nehmen. Diese Stöpsel müssen zurück, diese Fähigkeiten müssen zurück. Das hat nichts mit Lernen zu tun. Wenn ein Seelenanteil fehlt, kann man etwas nicht lernen. Der Seelenanteil muss zurück und das ist sehr einfach und sehr kraftvoll und das tun wir eben heute, diese beiden Anteile zurückzuholen, die wirklich viele, viele Menschen auf ihrer Reise durch die Zeit verloren haben. Die Fähigkeit, achtsam mit sich selbst und mit allem, was ist, zu sein und die Fähigkeit, achtsam und die Fähigkeit eben der Erde zu vertrauen, dass sie ein sicherer Ort ist, meinem Leben zu vertrauen, dass es ein sicherer, dass es ein sicheres ja, fließen ist, dass mir alles gibt, was ich brauche, immer und zu jeder Zeit. Das ist das menschliche Urvertrauen. Und die Fähigkeit, mir das auch zu nehmen, das hat auch viel mit Selbstliebe zu tun. Ja, und das, was dann folgt, ist Lemati. Lemati ist das göttliche Urvertrauen, diese tiefe Gewissheit, dass ich mich an das Große anlehnen darf und sicher bin. Wir haben viel auch über das verletzte göttliche Urvertrauen zu Zeiten Lemurias jetzt gesprochen im Oktober. Und darum geht es wirklich, dass ich weiß, ich bin sicher, wenn ich vertraue, wenn ich mich hingebe, wenn ich mich meiner göttlichen Führung hingebe. Und das kann ich nur dann sein, wenn ich auch menschliches Urvertrauen habe. Denn wenn mir das menschliche Urvertrauen fehlt, dann ist es mit dem göttlichen Urvertrauen genauso schwer, weil ich das göttliche Urvertrauen niemals erden kann. Ohne Erdung gibt es keine Erleuchtung. Und das ist einfach die nächste Stufe. Und wir werden jetzt heute gemeinsam diese beiden Seelenanteile für alle diejenigen, denen diese Anteile fehlt oder auch einer, mit unserer Absicht nun zurückholen, auf dass sie integriert werden dürfen in diesen Seelen. Und gleichzeitig ein Bewusstseinsfeld erzeugen der Fähigkeit, achtsam mit mir selbst und mit allem, was ist, zu sein. Diese Welt als einen sicheren Ort zu sehen, der mich ernährt mit bedingungsloser Liebe, der mir alles zur Verfügung stellt, was ich brauche, dieses Urvertrauen. Und wenn ich in diesem Urvertrauen bin, dann muss ich für nichts mehr kämpfen, dann muss ich mich nicht mühen, dann muss ich mich nicht anstrengen, dann muss ich vor allem nicht die Angst haben, mir nimmt irgendjemand was weg. Das heißt, es braucht keinen Krieg mehr, es braucht kein Übervorteilen mehr. Urvertrauen bedeutet, ich bin in dem Bewusstsein und in dieser tiefen Hingabe, dass alles, was ich brauche, immer und zu jeder Zeit da ist. Und stell dir vor, wenn jeder Mensch dieses Urvertrauen hat, was wir dann für ein Miteinander haben. Und Lemati, das ist das Resultat oder das darf das Resultat sein, dass dieses menschliche Urvertrauen wirklich hin zum göttlichen Urvertrauen expandieren darf. Und dass ich wirklich mich dafür öffne und es möglich ist, mein Lemati, mein verletztes Lemati, was wir jetzt in der vergangenen Woche mehrfach zum Thema hatten, dass das wirklich auf die Erde kommen darf, dass ich meine Hingabe, meine Weisheit, mein Urvertrauen an die göttliche Quelle wirklich auf die Erde bringen darf und dass ich dabei sicher bin. Ich lade dich ein, gemeinsam mit mir und allen lieben anderen Verbundenen dieses Bewusstseinsfeld zu erzeugen und gemeinsam die Siegel in Verbindung mit dem Om zu chanten. Om Vanita, Om Anada, Om Lemati, Om Vanita. Om Anada, Om Lemati, Om Vanita, Om Anada, Om Lemati, Om Vanita. Om Anada, Om Lemati. Hab einen ganz reich gesegneten Tag. Bis morgen. Das war die heutige Tagesenergie mit der Seelenschamanin Britta C. Lambert.
Wenn du mehr über Britta, die 12 Siegel des Metatron und ihre Vision zur Potenzialentfaltung erfahren möchtest, dann schaue einfach unter diesem Video in die Beschreibung. Hier findest du alle Informationen. Wenn du jeden Tag diese wundervollen Energien als Inspiration erhalten möchtest, dann abonniere jetzt einfach den YouTube-Kanal und du bekommst automatisch eine Benachrichtigung.